76 Jahre und immer noch ein Energiebündel. Jeden Tag steht Željko Tomasić auf dem Tennisplatz vom TC Bernhausen und das seit 45 Jahren. Für den frisch gebackenen Vereinstrainer 2019 ist Tennis pure Leidenschaft. Also ich kann mich genau daran erinnern, Augenblick, wo ich die Entscheidung getroffen habe, Trainer zu machen. Ich war damals in meinem Beruf als Architekt sehr angespannt und als Trainer auf dem Tennisplatz habe ich so frei gefühlt und habe gesagt, das ist eigentlich mein Leben, das ist meine Zukunft, das ist meine Berufung, ich muss das machen. Im Alter von 6 begann der Kroate mit Tennis. Seither hat der Hobbygitarrist viel erlebt. Als Architekt kam Željko nach Deutschland, wechselte jedoch schnell die Modellbauten gegen Schläger und Trillerpfeife. 1974 folgte der Schritt zum TCB. Also wenn ich den nächsten Verein übernehme, dann mit allen Konsequenzen. Also es gibt gute und schlechte Zeiten, aber wenn ich was leisten will, dann muss ich durchhalten. Also muss irgendwo hingehen, wo ich was bewegen kann. Ja, so habe ich Bernhausen als Tennisverein sofort gefunden. Und mein Wunsch und sozusagen Bedingung war, dass ich nicht nur der Trainer bin, sondern Jugendwart. Weil dann kann ich zeigen, was ich drauf habe. Das tat Željko. Immer wieder krempelte er die Vereinsstrukturen mit verschiedenen Maßnahmen und jeder Menge Enthusiasmus um. Kooperationen mit umliegenden Schulen und der Volkshochschule, wöchentliche Tage der offenen Tür und spezielle Matchtrainings sorgten für Wachstum und Zufriedenheit aller Mitglieder. Weil er sorgt ja für neue Mitglieder, er sorgt für alte Mitglieder, er sorgt sich für die Eltern, er sorgt sich für die Kinder, für alles. Mit seinen ganzen Erfolgen und da er 45 Jahre bei uns im Verein ist, war für mich ganz klar, er muss Trainer des Jahres werden. Die Auszeichnung, eine Ehre für Željko und eines seiner Trainer-Highlights, zu dem auch ein Treffen mit den Williams-Schwestern gehört, die kurzzeitig mal in Bernhausen trainierten. Damals wie heute mit dabei seine Frau Martha, die auch Teil des Vereins und des Trainerteams ist. Genauso wie Sohn Dino, mit dem er zusammen den Nachwuchs fördert. Die Arbeit mit den Jüngeren ist etwas ganz Besonderes für Željko. Das Schöne ist in dem Beruf, also gerade, dass ich unheimlich viel Kontakt zu den Jüngeren habe. Also ich habe alle trainiert, Erwachsene und die Kinder. Aber die Kinder, das ist was Edles, das ist die Zukunft. Wenn ich auf dem Tennisplatz mit den Kindern zusammen die Zeit verbringe, dann fühle ich mich genauso jung wie damals. Die Kinder als Jungbrunnen und Ansporn, jederzeit sein Bestes zu geben. Željko Tomasić, einer, der Tennis nicht nur trainiert, sondern rund um die Uhr lebt.